Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Reihe Reflexionen übers Alter. Mit Kurt und mir, und die große Einladung ist, dass ihr diesen Raum, der in unserer gemeinsamen Reflexion, in unserem gemeinsamen Gespräch entsteht, dass ihr den nutzt, um für euch hinzuschauen, was es für euch bedeutet. Wie ist dein Umgang? Und ja, vielleicht dient das und inspiriert dich und erleichtert es dir, erfreut dich. Wir freuen uns auf diese neue Reihe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Reflexionsgespräch. Heute über Leben als Little Buddha im Alltag. Okay, das hattest du letztens erst in einem Selbstgespräch und auch in einer Art Reflexion. Jetzt bin ich gespannt, was in unserer gemeinsamen Reflexion sich da vielleicht zeigt. Ich wundere mich immer, dass du Little Buddha sagst. Warum nicht eigentlich Leben als Buddha im Alltag? Weil es wahrscheinlich klein anfängt mit irgendeinem ersten Schritt. Und Buddha braucht nicht mehr den ersten Schritt machen, der hat den letzten Schritt gemacht. Aber deswegen sage ich immer Little Buddha, um eben ja aufmerksam zu machen, dass wir alle irgendwann einmal mit dem ersten Schritt anfangen müssen. Und aber dann ist es ja noch kein Buddha. Also Buddha war ja erst Buddha, als er Buddha war. Ja, dann ist er nicht vollendet als Buddha. Aber ich glaube, in dem Moment beginnt es schon, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Buddha-Sein richte, fange ich an, in diese Schwingung zu kommen und bin auf dem Weg. Ich frage dich gleich, wie du das machst, das ist klar. Hast ja da schon auch ganz viel drüber gesprochen. Für mich ist das tatsächlich, hat ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir im vorletzten Mal hatten, mit dem So-Sein. Weil es ist ja letztendlich, mein So-Sein ist die Buddha-Natur. Und wenn mein So-Sein ich wähle als Buddha-Natur, okay, ich bin das, wie lebe ich denn als Buddha? Das ist die entscheidende Frage, ganz genau, dass ich eben alle Aspekte des Lebens als Buddha mir bewusst mache und sie in mein Leben integriere. Genau, dann bin ich nicht Little Buddha. Dann, ich kann das nur in dem Moment, wo ich Buddha bin, von da aus. Das ist schön, wenn du das kannst. Ich glaube, das werden die meisten eben nicht schaffen. Ja, aber genau das ist ja der Unterschied, ob ich beginne als Person ein bisschen Buddha in meinen Alltag zu bringen oder aber auch vielleicht einfach mit der Frage, wenn ich Buddha wäre, wie würde ich denn dann leben? Was würde ich als Buddha denn essen? Wie wären denn meine Gedanken, wenn ich überhaupt noch welche hätte? Als Buddha, wie wäre denn mein Umgang mit meinem Partner, mit meinen Kindern? Also ich kann ja jeder, und das glaube ich, das kann jeder abrufen, im Nullzeit mit diesen Fragen sofort einen, weiß ich, wenn ich Buddha wäre oder ja, wie es dann wäre. Und damit ist es ja, muss es ja in mir sein und nicht Little, sondern Buddha, weil ich das abrufen kann. Und dann ist eigentlich nur die Frage, was hindert mich daran, genau so das mal auszuprobieren, ob mir das überhaupt entspricht. Vielleicht bin ich ja gar nicht da, um Buddha zu sein, weil Buddha gab es ja schon. Aber diese Buddha-Natur. Wir sind ganz sicher nicht hier, um Buddha zu sein. Wir sind hier, um wir selbst zu sein. Aber Buddha ist eben etwas, wo
wovon jeder eine Vorstellung hat. Vielleicht hat jeder eine andere, aber er hat jedenfalls eine Vorstellung, dass das seiner Wirklichkeit entspricht. Aber ich glaube eben trotzdem, oder ich nenne es nach wie vor Little Buddha, weil auch wenn er diese Vorstellung der absoluten Vollkommenheit hätte, die meisten können sich das ja nicht einmal vorstellen, aber selbst wenn er die Vorstellung hätte, ist er es ja noch nicht, sondern er macht sich auf den Weg und hat das als leuchtendes Ziel vor sich und macht dann seinen ersten Schritt. Ja, es gibt ja immer ganz viele Wege und ganz viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass das jeder abrufen kann, weil es ja Teil unserer Natur ist, diese Buddha-Natur. Jetzt keine, nicht die Person Buddha, nicht der historische, sondern unsere wahre Buddha-Natur. Und in dem Moment mich zu fragen, okay, zum Beispiel ganz Alltagssachen, weil du ja sagst, Little Buddha im Alltag. Wann gehe ich schlafen? Wie schlafe ich? Schlafe ich überhaupt noch? Braucht der Körper überhaupt noch Schlaf? Und mich darauf einlasse, mal in die Erfahrung zu gehen. Und wenn es nur mal für eine Viertelstunde ist, zuzuschauen, wie meine Buddha-Natur, was meine Buddha-Natur denkt und fühlt und sagt, wie meine Buddha-Natur durch diese Augen sieht. Das ist, glaube ich, schon abrufbar für jeden. Das glaube ich auch. Aber dann bleibt es immer noch eine Vorstellung. Und dann ist es ja noch nicht. Nee, ich meine nicht, mir das vorzustellen. In dem Moment, wo ich mir das frage, frage ich nicht meine Vorstellung, sondern wenn ich mich frage, okay, wie ist es denn? Dann gehe ich über die Wahrnehmung, über das Erinnern letztendlich an meine Buddha-Natur, nicht über die Vorstellung, nicht mir vorzustellen, was er macht, sondern nach innen zu spüren, sind wir beim Thema vom letzten Mal mit der Meditation, meine Aufmerksamkeit zu richten auf meine Buddha-Natur. Und damit ist es ja, wird sie ja bewusst, tritt sie in Erscheinung und mir wird das ja alles bewusst. Das ist ja alles in jedem da. Sehe ich genauso. Die Frage ist, kann ich mich als das fühlen? Und für mich ist das Gefühl da, die Bestätigung. Denn wenn ich glücklich mich fühle, dann bin ich glücklich. Und wenn ich die Buddha-Natur fühle, dann bin ich es. Genau. Genau. Eben, und dann ist es ja nicht mehr die Vorstellung. Dann ist es keine Vorstellung mehr. Genau. Eben, aber es fängt wohl bei jedem mit der Vorstellung an. Ich muss erst einmal eine Vorstellung haben, was ich überhaupt fühlen will. Genau, so jetzt erzähl du mal, wie du das erlebst, Little Buddha im Alltag. Du hast es wunderbar schon die ganze Zeit gesagt, indem ich einfach das, was gerade an der Reihe ist, mir bewusst mache, wie würde Buddha das jetzt tun, was ich jetzt zu tun habe. Ist ganz gleich, ob ich da mir die Zähne putze, dann putze ich mir die Zähne eben mal als Buddha. Wie würde der das machen? Wie fühlt sich das anders an, wenn ich als Buddha mir die Zähne putze? Würde der die gleichen Bewegungen machen wie ich? Länger, kürzer oder wie? Eben da hineingehen und es erleben. Und im Erleben wird es zum Fühlen und durch das Fühlen wird es zum Sein. Ich wollte gerade sagen, ist es, wenn man in Frequenzen denkt, das ist auch eine Frequenz, die Buddha-Natur. Das ist schon der Essenzfrequenz sehr nahe. Aber für mich eröffnet sich jetzt durch, dass die Buddha-Natur in mir wie ein Zugang
gibt's da noch sogar noch was dahinter? Ist mein wahres Sein eigentlich nochmal was anderes oder nochmal ist selbst die Buddha-Natur? Und ich möchte jetzt hier hoffentlich niemanden, der jetzt Buddhismus oder irgendwas hat, jetzt wirklich nichts, gar nichts mit Religion oder mit der historischen Figur von Buddha, soll auf keinen Fall respektlos klingen. Es geht jetzt ums Erforschen, Reflektieren der eigenen Buddha-Natur und der eigenen Uressenz, ob es da noch einen Unterschied gibt. Ich glaube, dass Buddha auch das erlebt hat, diesen Unterschied, solange er noch Buddha war, war noch ein Hauch von Trennung da. Und in dem Moment, wo er nur noch gefühlt hat, ich bin, dann bin ich nicht dieses oder das, sondern ich fühle pures Sein. So. Und dafür gibt es keine Bezeichnung mehr, dann habe ich es wirklich erreicht. Genau, Buddha ist ja, heißt ja, kommt aus dem Sanskrit und ist einfach der Erleuchtete, korrekt? Aber dann ist doch jemand da, der erleuchtet sein kann. Und der letzte Schritt ist eben auch diese, den letzten Hauch der Trennung aufzulösen und nicht mehr irgendwas oder irgendwie zu sein, sondern nur noch zu fühlen, das Sein, das ich bin. Und das im Alltag.